Wie ermöglichen wir Bio für alle? Wie wird die Verkehrswende für alle erschwinglich? Wie schaffen wir eine erfüllte Zeit für unsere Kinder? Wie bleibt Wohnen bezahlbar? Und wie können wir Hartz IV abschaffen? Richtig, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, kurz das BGE. Ein bedingungsloses Grundeinkommen heißt so, weil es bedingungslos ist. Das heißt unabhängig von Beantragung, Herkunft, sozialem Status, Einkommensverhältnissen oder Besitz. Alle bekommen es und können es nach Belieben einsetzen. Das heißt vor allem, dass du dem Jobcenter keine Rechenschaft mehr über dein Leben ablegen musst, was dazu führt, dass du selbst in der Lage bist zu entscheiden, wie dein Leben aussieht. Das fängt im Supermarkt an, wo du die billigen Lebensmittel einfach links liegen lässt und lieber gleich zum Biomarkt gehst und damit auch gleich der Umwelt was Gutes tust. Es ermöglicht darüber hinaus, dass du deine Freizeit frei von finanziellen Zwängen gestalten kannst. Egal, ob du eine Boulder-Karriere anstrebst, am Schlagzeug dein Publikum verzauberst, den nächsten Schachgroßmeister besiegst oder einfach nur gechillt in der Hängematte über die nächsten Utopien philosophierst. Auch bei der Berufswahl eröffnen sich dir eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten. Den Job im Umweltverband um die Ecke machst du, weil es dir Spaß macht und weil es wichtig ist, nicht weil die Kohle am Ende des Monats stimmen muss. Oder dein Studium machst du einfach noch mal 1-2 Semester länger, ohne dass das BAföG-Amt das Gesicht verzieht, weil BAföG brauchst du ja nicht. Insgesamt führt ein BGE zu mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle. Das schärfste Argument der BGE-Kritiker ist die Finanzierung. Klar wird auch immer wieder behauptet, dass wenn es BGE gäbe, ja keiner mehr arbeiten geht. Allerdings haben dies viele Studien seit den 70er Jahren auf der ganzen Welt widerlegt. Aktuell führt der Verein Mein Grundeinkommen eine 3-jährige Studie dazu in Deutschland durch. Aber zurück zur Finanzierung. Der springende Punkt ist, dass das BGE eine Umverteilung ist. Umverteilung ist ein Eckpfeiler sozialer Gesellschaften. In Deutschland werden gerade alle Sozialleistungen, also ALG I, Rente, Kindergeld, Hartz IV, BAföG etc. durch Umlage finanziert. Allerdings durch einen riesigen Verwaltungsapparat. Allein diese Sozialausgaben, einfach nur an jeden Menschen in Deutschland ausgezahlt, würden ad hoc zu einem BGE von um die 800 Euro pro Person pro Monat führen. Sogar der ehemalige Finanzminister Schäuble von der CDU hat was mit einer negativen Einkommenssteuer, einer Finanzierungsform fürs BGE, erfolgreich berechnet. Hintergrund all dieser Überlegungen ist, dass das BGE sich locker finanzieren lässt. Es geht nur darum, Steuern gerecht zu erheben und gerecht zu verteilen, zum Beispiel durch eine Finanztransaktionssteuer. Also am Ende eine echte Umverteilung. Denn mit so einer Umverteilung rücken auf einmal ganz andere Utopien ins Blickfeld. Niemand ist mehr gezwungen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Die 15-Stunden-Woche wird auf einmal sehr attraktiv. Allein was das für die Kunst und Kultur bedeutet, ist nicht auszudenken. Regionale Wirtschaftskreisläufe sind viel leichter umzusetzen, weil du deinen kleinen Laden um die Ecke viel besser unterstützen kannst und somit auch gleich die Marktmacht von globalen Unternehmen wie Apple, Google und Co. schwächst. Die Mobilitätswende hängt nicht mehr vom Geldbeutel aller ab, also der Geringverdiener vor allen Dingen. Somit rückt ein fahrscheinloser ÖPNV in greifbare Nähe. Das ist allerdings Thema eines anderen Videos. Also liegt es an uns und an dir. Für ein bedingungsloses Grundeinkommen, für mehr Lebensqualität, für mehr Utopien, wähle Piraten.